Und damit herzlich willkommen zum weiteren Part von Super Mario Bros. Wii. Ja, wie ihr seht, bin ich hier gerade bei Wasserlevel. Ich kämpfe natürlich gegen ihn. Wer nicht weiß, was, wieso jetzt, also, jetzt stehe ich auf der Leitung, sorry. Ja, einfach hallo, dass ihr da seid. Ich glaube, die Regeln sind euch bekannt im ersten Video. Ich werde die natürlich in der Videobeschreibung verlinken, was ich da, was ich darf und was nicht. Da könnt ihr es nochmal genauer durchlesen, wenn ihr nicht wisst, was ich jetzt genau mache. Ich will es nämlich nicht nochmal erklären und ja. Auf jeden Fall werden wir weiterhin durchwaschen. Und wow. Oder das war jetzt ein bisschen blöd. So. Ich weiß nicht. Im letzten Video war ich ein bisschen zu laut. Ich habe das, glaube ich, eh so richtig hingepegelt, dass ich nicht zu laut bin. Deswegen spreche ich ein bisschen leiser. Also was ich jetzt noch erwähnen will, ich nehme den Part jetzt noch, also ich nehme schon den zweiten Part auf, also gleich nach dem ersten. Also ich habe zum Beispiel nicht schon gelesen, was ihr im ersten Part geschrieben habt, wenn überhaupt wer was geschrieben hat. Weil bei mir ist es ja so, ich schreibe nicht viele. Aber wenn irgendwer was geschrieben hat, habe ich das jetzt noch nicht gelesen, werde es aber sowieso schon davor lesen können, bevor der zweite Part online ist. Auf jeden Fall mache ich jetzt einen zweiten Part, weil ich habe das im ersten Video erklärt, weil das alles vom Aufbau her, was ich hier jetzt gemacht habe, so konfus aussieht und alles so schwer ist, weil ich habe keinen eigenen keinen eigenen Fernseher in meinem Zimmer und ich muss da extra ins Wohnzimmer, sagen wir mal so, und da muss ich alles mittragen, also mein ganzes Mikrofon, den Mischpult und sowas alles, muss ich alles mittragen. Und ach nee, ich will die Starcoin noch haben. Haha, wie gesagt, ich sammle die Starcoins nicht. Also im ersten Video, oh mein Gott. Ich sammle die Starcoins nicht, aber wenn die auf dem Weg sind, sammle ich die natürlich ein. Auf jeden Fall werden wir hier weiter jetzt durchwaschen. Wir sind bis jetzt noch nicht gestorben. Könnte im Video vorkommen, aber ich glaube jetzt, also insgesamt kann es vorkommen, dass ich sterbe noch in dem Video. Weil das die nächste Welt schon ein Level hat, das kacke ist. Ja, ihr könnt mir aber auch in die Kommentare schreiben. Es werden vielleicht nicht viele zuschauen. Ich weiß nicht, wie gut das Video oder das Projekt ankommt. Deswegen werde ich, frage ich euch, oder wie sage ich, ich frage euch, wieso, ob ihr wollt, dass ich bestimmte Starcoins einsammle. Oder ob ihr wollt, dass ich, wenn ihr selbst das Spiel habt und ihr nicht weiter wisst, was ich eigentlich nicht glaube, könnt ihr mir gerne schreiben, ob ich bestimmte Starcoins reinschneiden soll. Die man sammeln kann. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt in Iggys in Iggys Festung. Glaube ich mal. Ach nee, jetzt kann ich das nicht einsammeln. Wow. Ich bin jetzt so simpel in der zweiten Folge gestorben. Ja, jetzt sind wir leider gestorben, aber das macht nichts. Ich habe hier auch Pilze. Ich werde, glaube ich, vielleicht sogar offscreen mal ein paar Pilze holen, weil ich ja hauptsächlich nur Pilze verwenden darf.
Und ich bin jetzt so dumm gestorben, weil ich einfach nicht weitergerannt bin. Und ja, ich war ein bisschen überfordert, ist mir vorgekommen. Aber auch egal, auf jeden Fall ein Leben habe ich nur in der Welt verschwendet, das macht nichts. Ich darf hier insgesamt 3 verschwenden. Ich glaube, ich hätte das, glaube ich, so machen dürfen, dass ich auch nur insgesamt, in der ersten Welt nur 1 verschwenden darf und in der zweiten 2 und dann so weiter. Und jetzt hat er schon wieder aufgehört zu rennen, das verstehe ich nicht. Ach, Blume! Oh mein Gott, das darf ich ja nicht einsammeln. Ich dürfte die Items schon einsammeln, aber muss mich dabei dann wieder treffen lassen und nichts im Vorteil, ich darf keinen Vorteil damit haben. Also ich darf zum Beispiel keine Gegner damit töten und danach erstes verlieren. Oh mein Gott, dass ich daran schon scheitere in der ersten Folge. So sage ich ersten Folge, nur weil wir in der ersten Welt sind. Ich meine in der zweiten Welt. Ja. Ich will jetzt aber die Welt oder das Level endlich schaffen. Ja. Ihr könnt mir auch in die Kommentare Vorschläge über jede Sache geben, ob ich irgendwas Bestimmtes zu meiner Challenge noch hinzufügen kann. Also ich werde bis jetzt nur machen, ich werde durchraschen probieren, keine Starcoins sammeln und darf kein Item verwenden und ja, mehr eigentlich nicht. Und ja, halt mit bestimmten Leben. Oh mein Gott, das war knapp. Ja. Ihr könnt mir, wie gesagt, auch irgendwelche anderen Sachen hinzuschreiben. Ob euch noch irgendwas einfällt zu meiner Challenge, das noch spannender wird. Zum Beispiel in einer bestimmten Zeit die Level verbänden. Also ich darf nur 200 Sekunden verschwenden oder 100, irgendwie sowas. Das könnte man zum Beispiel theoretisch auch machen. Oder sagen wir, nur bei Bosskämpfen darf ich als kleiner Mario kämpfen. Irgendwie sowas alles. Auf jeden Fall haben wir die erste Welt jetzt schon mal durch. Jetzt wird keine Meldung, dass man alle Starcoins hat, weil ich nicht alles eingesammelt habe. Aber das ist auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, das Projekt wird recht schnell beendet. Also so, sag ich mal, so 10 Parts vielleicht, sag ich mal. Weil, wenn ich wirklich schnell bin, dann wird es auch wirklich schnell gehen. Auf jeden Fall gucken wir mal. Ich werde jetzt probieren, ein bisschen schneller zu raschen. Die Starcoin nehme ich natürlich mit. Ich weiß alles auswendig, das ist das Problem leider. Jetzt weiß ich auch immer, wann die Starcoins kommt. Und ja, es ist zwar praktisch, damit ich immer hin und wieder Starcoins mitnehme. Wieso ich überhaupt einige mitnehme, ist, dass ich für meinen zweiten Account oder für meine zweite Datei schneller die Starcoins. Oh mein Gott! Das war knapp. Schneller die Starcoins sammeln kann. Also da muss ich auch durch jedes Level nur durchrennen und dann die bestimmte Starcoin holen. Die Starcoin hole ich nicht, weil da muss man den Cooper benutzen und mit dem Cooper dann den Cooper dann runterwerfen und der sammelt die Starcoin ein. Das ist die schwierigste Starcoin der zweiten Welt. Oder überhaupt, finde ich, fast vom ganzen Spiel. Also es gibt zwar schon noch einige andere, aber ich finde das schon, das ist am schwierigsten. Weil die Säulen oder die Sandsäulen, die sind nicht immer gleich. Das ist das Problem. Ja. Jetzt. Wir haben aber schon 20 Leben. Ist auch krass. Ich will das schaffen, glaube ich, so bis zur vorletzten Welt 99 oder weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde vielleicht sogar offscreen sammeln, dass ich mehr Leben habe. Oh, das ist auch knapp. Das Problem ist, ihr könnt jetzt die ganzen Level sozusagen nicht genießen, weil ich halt alles durchspiele so schnell. Aber ja,
Ich habe mir auch schon mal, ich habe mir auch so Gedanken gemacht, ob ich ein Walkthrough mache. Ein Walkthrough ist sowas, wo man halt nicht dazu spricht und einfach nur das Gameplay einfach durchzockt. Oh, nein, jetzt habe ich es verkackt. Ich wollte den One-Up haben. Weil nach 8000 Punkte, also ich glaube, wenn man so, weiß nicht, wie viele Gegner? 10? Glaube ich. Oder 8? Ich weiß es gerade. Ne, 9. Wenn man 9 Gegner auf einmal trifft, bekommt man ein Leben am Ende. Und an dieser Stelle war ich schon jahrelang nicht mehr. Weil an der, weil bei der Stelle kommt man nicht so oft hin, wenn man immer die Starcoins halt alle einsammelt. Ich würde euch... Oh mein... Wow, da habe ich jetzt nichts gesehen. Ich würde euch auch gerne liebend alle neuen Items zeigen, was in dem Spiel gibt. Aber das Problem ist, ja, ich darf es hauptsächlich nicht. Ich zeige es euch nur bei 2 Items. Also im ersten Part habt ihr schon das erste gesehen, weil das hauptsächlich das neueste Item ist. Fail. Im zweiten, also das zweite Item wird noch kommen. Oh, okay. Oh mein Gott. Das ist so schwierig einfach. Jetzt muss ich als Kleine wieder aufpassen. Die Kugel. Okay, die geht schon. Jetzt darf ich den gleichen Fehler nicht machen. Jetzt fliege ich einfach. Oder wie sagt man, gleiten? Oder schwebe? Keine Ahnung, wie man dazu sagen kann. Auf jeden Fall habe ich jetzt endlich das zweite Level. Das ist auch schon ein bisschen länger gegangen. Das ist das Problem. Manche Level sind länger, manche sind halt wieder kürzer. Ja, das ist einfach... Ich glaube, ich werde auch nur hier die Hälfte schaffen von der ersten Welt. Im ersten Part habe ich ja gesagt, am Ende das Level dauert... Ich habe schon zu lange aufgenommen, oder? Für mich kommt es halt so, dass ich schon zu lange aufnehme. Stattdessen war das aber so, dass... wie heißt das? Stattdessen waren es nur 15 Minuten. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen hab können. Aber ja. Oh mein Gott. Und jetzt seht ihr hier eine Neuerung. Ich glaube, das ist eine Neuerung in dem Projekt, in dem Spiel. Dass es hier dunkel ist. Das Problem ist, ich habe jetzt keine Feuerblume. Und kann mir erstens den Weg freileuchten, sagen wir so. Und die Gegner töten. Und das ist ein neuer Gegner, auch in dem Spiel, glaube ich, hinzugefügt worden. Keine Ahnung. Ich weiß es selbst nicht ganz genau, welche Gegner hinzugefügt worden sind, welche Spiele hinzugefügt worden sind. Spiele. Das sage ich Items. Auf jeden Fall, hier seht ihr auch wieder den Stern. Im ersten Part habe ich auch schon einen Stern benutzen dürfen. Meinen Stern darf ich hauptsächlich als Item benutzen. Und das war jetzt richtig blöd. Ich wollte schneller durchrasen. Schaffe ich es noch? Oh mein Gott, das war knapp. Mit dem Stern ist es auch recht praktisch. Da kann ich auch schneller durchrennen. Und kann halt alle Gegner wegbashen. Tut mir leid, wenn ich jetzt hin und wieder einfach nichts rede oder so. Es ist halt so, ich habe mich auf ein bisschen drauf konzentriert. Und wir haben sogar alle Sternmünzen in dem Level gesammelt. Aber nur weil die in der Nähe waren. Also in der Nähe. Es gibt auch einen Trick, dass man da unendlich Leben farmen kann. Aber ich habe das bis jetzt noch nie geschafft. Weil ich es irgendwie nicht so ganz verstehe. Aber ist auch egal. Es gibt, glaube ich, mehrere Tricks, unendlich Leben zu farmen. Es gibt sogar einen Bug in irgendeinem Schloss. Ich glaube, in der dritten, vierten? Ich glaube doch in der dritten Welt sogar. In der vierten Welt. Nee, in der dritten. Ich weiß nicht, ob ich den schaffe, den Bug. Könnte ich probieren, euch zu zeigen, wenn ich daran denke. Nur da darf ich halt ein Item, also muss ich halt ein Item benutzen. Okay. So, kurze Unterbrechung, aber geht weiter. Jetzt kommt das, wie heißt die? Ach so, stimmt. In dem Spiel hat es leider keine Beschriftung für die Level gegeben, was ich irgendwie schade finde.
aber kann man halt nichts machen. Oh, dieses Darkon hole ich jetzt nicht, weil das Problem ist, irgendwie will ich Starcoins sammeln, weil das hat man schon ein bisschen leicht gesehen. Die nehme ich natürlich, die ist ja geheim und ist auch schnell. Aber ich will irgendwie die Starcoins sammeln, weil es mir halt, weil ich halt immer, oh mein Gott, immer mit Starcoins halt gespielt habe und immer alles gesammelt habe. Ich habe halt nie das Spiel so durchgespielt ohne Fail. Ach nee, jetzt muss ich. Nein! Jetzt muss ich so spielen. Jetzt bin ich, glaube ich, vom Thema abgekommen. Tut mir leid. Also ich habe bis jetzt noch nie so durchgespielt oder bin so durchgewascht. Ich werde euch natürlich die Itemläden oder sowas auch alles zeigen. Oh mein Gott. Ihr habt es gesehen, wie knapp. Oh mein Gott, das war knapp. Und jetzt muss ich als kleiner Mario-Boss besiegen. Zum Beispiel sowas wäre eine Challenge. Als kleiner Mario den Typen besiegen. Was eigentlich richtig simpel wäre. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr es ist ja hauptsächlich eine Burg und danach ist es ein Schloss oder so. Da gebe ich euch einen Tipp, bei manchen Stellen kann man so wie da oder so wie im ersten Part bei Iggy kann man immer so an den Abgrund ein bisschen tricksen, dass man nicht angegriffen wird. Man muss halt dann aber wieder schnell rauf, dass er nicht seine Attacke einsetzt. Und das, der lilane Typ ist Roy, wenn das noch keiner weiß, weil im Spiel wird das auch nicht erklärt, wie die alle heißen. Das nächste Level wird aber geil, kann ich euch schon sagen.